wäre auch, da bin ich wieder, Biggernox Barbecue. Leute, kennt ihr die Frage und was gibt es dabei? Also für mich eigentlich unsinnige Frage, Fleisch, ein bisschen Brot reicht mir. Aber eigentlich ja schon eine berechtigte Frage. Und deswegen machen wir heute mal so ein komplettes Menü im Grill. Also mit Sättigungsbeilage, mit Gemüsebeilage, alle drum und dran. Natürlich gewohnt einfach und wenn ihr Bock darauf habt, bleibt da einfach dran. Leute, kostenloses Abonnieren hier unten nicht vergessen. Also, wir machen weiter. Ja, Leute, so ein ganzes Mittagessen im Grill machen, ne? Das wird heute gemacht. Weißt du was, Steffi fragt mich immer eigentlich bei jeder Grillung, und was gibt es dabei? Das ist so die Standardfrage. Und ich sage immer, ja, nix. Fleisch, Brot, bisschen Dip reicht mir. Aber klar, ich kann sie auch verstehen, dass sie da mal so ein bisschen Beilage bei haben will, wie hier zum Beispiel so ein paar Kartoffelecken. Das sind jetzt noch rohe Kartoffeln, die habe ich einfach nur ein bisschen klein geschnitten. Oder auch ein Gemüse, wo wir heute, finde ich, auch den Fokus drauf legen. Denn ich finde dieses Spitzkohlgemüse hier mega geil. Das habe ich mal bei Benny und Therese von Gerne kochen gegessen. Die haben es im Backofen gemacht. Und das ist eine richtig geile Geschichte. Das heißt, hier dieser Spitzkohl, der geht jetzt gleich so, wie er ist. Erstmal für 60 bis 90 Minuten, ja, machen wir 90 Minuten, geht der in den Grill. Der wird natürlich richtig schön schwatt von außen werden, das ist aber gar kein Problem. Können wir hinterher wieder hier so abtüddeln, hier die äußere Hülle. Und dann halbieren wir den, machen ein bisschen Gewürz drauf und dann legen wir das schön mit auf den Teller. Mega lecker und richtig geil und total easy, ne? Und dann dachte ich mir, Kartoffelecken, ja, so ein bisschen langweilig, aber mit Hähnchenschenkel, super geil, weil ihr wisst ja, ich stehe auf Hähnchen, ich stehe auf Hähnchenschenkel, also von daher alles geil, machen wir uns also so ein komplettes Menü hier aus diesen einfachen Sachen. Gewürz nehmen wir heute mal wieder Don Marcos, hier das Pickwing. Ihr wisst ja, ich stehe drauf auf Hähnchen hier, Pickwing, das hat so einen leichten Bacon-Touch, eine leichte Schärfe, hier sind Sesamkörner drin. Das heißt, ich werde das Hähnchen damit würzen, ich werde die Kartoffeln damit würzen und ich werde auch am Ende den Spitzkohl noch ein bisschen damit würzen. Und dann am Teller gibt das, glaube ich, eine richtig schöne Harmonie. Ich habe hier noch so ein bisschen Olivenöl, damit werde ich da einfach die Kartoffeln so ein bisschen einreiben, damit das Gewürz auch dran haftet. Auch hier die Hähnchenschenkel. Und dann kann es schon losgehen. Zum Zeitplan werde ich so machen, wir legen da erstmal den Spitzkohl rein. Der kann erstmal drin bleiben, eine halbe Stunde. Lassen wir ganz allein und da werde ich auch die mittleren beiden Brenner anmachen, sodass die direkte Hitze bekommen von unten. Dann machen wir folgendes. Nach einer halben Stunde werde ich den Spitzkohl zur Seite legen und werde auch nur noch die äußeren beiden Brenner anmachen. Und dann werde ich die Hähnchenschenkel oben in der Mitte indirekt legen, weil die mittleren Brenner mache ich aus. Wir lassen den Grill aber die ganze Zeit so auf 200, 210 Grad laufen, der kann ruhig ein bisschen Wumms haben und die Kartoffeln kommen auch mit drunter. Und eine Dreiviertelstunde später sollte dann eigentlich alles fertig sein. Hoffe ich, aber ich denke, warum nicht? Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann bleibt es halt ein bisschen länger drin. Dem Spitzkohl macht das nichts, die Kartoffeln werden höchstens ein bisschen knuspriger. Die könnte man natürlich auch zwischendurch einfach rausnehmen und den Hähnchenschenkel, ja, bevor die trocken kriegst, da musst du dir schon mal einfallen lassen, weil Hähnchenschenkel kriegst in der Regel nicht trocken. Also, von daher würde ich sagen, genug erzählt, wir legen einfach los, kommt dran, wir würzen hier ein bisschen und dann geht das alles schon hier im Grill. Beziehungsweise als erstes hier der Spitzkohl. Also, rankommen! You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fort still holds. You're placing your bet. Showing no regret. Close your eyes to hide your lies. Roll the dice. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence letting everyone know. So Leute, jetzt sind anderthalb Stunden rum, also 30 Minuten erst der Spitzkohl alleine und dann, wo ich noch halt die Kartoffeln und das Hähnchen mit dazugelegt habe. Ich habe mal vor einer Viertelstunde reingeguckt, da haben mir die Kartoffeln noch nicht so ganz gefallen. Deswegen habe ich die dann, das Schälchen,
über die direkte Flamme gezogen. Und jetzt gucken wir einfach mal rein, holen das raus und dann richten wir das hier an. Und ich habe auch noch eine Idee für den Spitzkohl, den halbieren wir gleich oder vierteln den, das weiß ich noch nicht so genau. Und dann machen wir den Sud, der vom Hähnchen auf die Kartoffeln getropft ist. Das ist ja so richtig schön leckeres Fett. Das werden wir noch so ein bisschen über den Spitzkohl machen. Ich glaube, das wird einfach eine mega leckere Geschichte. Also Leute, lasst uns mal reingucken, was da jetzt los ist. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft. Ooh, when I use my witchcraft. Ja Leute, das ist ja wohl der absolute Oberhammer. Ich finde es super einfach zu machen. Hat jetzt 19 Minuten insgesamt gedauert. Vielleicht mit Würzen davor nochmal 10 Minuten mehr. Aber du hast ja nichts damit zu tun. Du ballerst es im Grill und fertig. Wie gesagt, ich habe am Schluss nochmal 15 Minuten lang die Kartoffeln direkt über der Flamme gehabt, damit die, weil die sahen einfach noch nicht so fertig aus, weißt du? Und wir probieren mal, ob das gut getan hat. Butterweih. So weg. Also mega geil. Hier, Hähnchen. Schön crunchy, eine richtig geile Haut. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Und hier der Spitzkohl, mega weich. Und das interessiert mich eigentlich jetzt am meisten, wie der schmeckt. Also hauen wir den mal als Erste rein. Ich schneide mir hier mal einfach so ein Stückchen von ab. Da habe ich jetzt mal ein bisschen von dem Fett von den Kartoffeln reingeträufelt. Und jetzt gucken wir mal. Boah, Alter. Mega gut. Mögt ihr Kohlrouladen, dann mögt ihr das. Wollen jetzt mit dem Hähnchen dabei, die Kartoffeln dabei. Hähnchen probieren wir natürlich jetzt auch. So, machen wir direkt so. Boah, mega saftig, könnt ihr das sehen. So. Halt. Boah, geil. Geil, geil, geil. Ich habe mir direkt die ganze Haut inhaliert. Boah, geil. In Kombination mit den Kartoffeln und dem Kohl hier. Boah, ist ja geil. Leute. Also ich sag mal so, wenn Steffi jetzt gleich von der Arbeit kommt, da wird dir nichts zu meckern haben. Oh, jetzt kommt das Gewürz. Auch so eine leichte Schärfe hinten. Boah, mega geil. Leute, also ich habe zwar hier Gabeln liegen, aber habe ich nie gebraucht. Ich kann nur sagen, wenn ihr mal so ein Komplettding haben wollt, dann macht das. Total easy. Wie gesagt, 90 Minuten im Grill. Ihr könnt schön drin chillen, Fernsehen gucken oder was auch immer machen, Gartenarbeit. Nach 90 Minuten ist das fertig. Ihr müsst nur einmal nach einer halben Stunde noch ein Hähnchen dazulegen und die Kartoffeln. Und der Drops ist gelutscht. Und dann habt ihr so eine geile Geschichte hier. Also, macht das nach. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Und ich baller mir jetzt erstmal so ein Schlägel hier komplett weg. Tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft. Aufnahme. Wer Bock drauf hat, bleibt einfach dran. Machen wir nochmal. Aber die Idee war gut, ne? Deswegen hab ich das. Nee, viel zu viel. Mit Schenkel so. Und das ist halt eine einfache Sache. Nee, ich fange nochmal von vorne an. Leichten Crunch schon außenrum. Jetzt geht hier nur der Alarm los. Geil, geil, geil. Mein Sohnemann ist doch kein Gemüse. Ja. Komm mal runter, Gemüse probieren. Jo. Jo, bis gleich. So, ich hab dir mal eine Gabel hier gemacht.
Ich möchte wissen, was du sagst. Vor allem, weil du ja kein Gemüse magst. Oder das meiste nicht. Hau rein. Alles im Mund. Los, alles. Boah, so viel auf einmal. Hä? Aber richtig geile Kombo. Siehst du, da geht auch Gemüse, wa? Richtig, ich find's auch, ich find's echt hammergeil. Beide Sitz. Beide Sitz. So. Boah. Übel. Übel geil.